ein Lächeln dann zu bekommen, tatsächlich, das ist für mich Bezahlung genug. Das Beste in meinem Beruf, dass ich mit den Kindern arbeiten darf. Dass ich die Kinder immer wieder sehen darf und einfach mit denen, also die zum Lachen bringen darf. Wir haben ganz viele onkologische Patienten, also Kinder mit Krebserkrankungen. Und dann gehört es natürlich auch dazu, Chemo mit den Ärzten anzuhängen und einfach sozusagen für alles da zu sein. Eine der häufigsten Erkrankungen einfach in der Kinderonkologie ist die Leukämie. Also das Knochenmark arbeitet nicht mehr richtig oder falsch. Oft ist das auch im Kleinkindalter diese Erkrankung, die wir halt gut behandeln können. Tatsächlich weine ich auch häufiger vor Freude, muss ich echt sagen, wenn dann so ein Kind sieht, einen Jungen, der Haare wieder bekommen hat. Das sind Momente, das berührt mich. Da freue ich mich drüber, wenn die Kinder sich auch freuen, irgendwie uns zu sehen. Es gibt auch noch nicht so schöne Momente. Und da braucht man eigentlich ein Team, was einen auffängt. Das ist kein Beruf, es ist eine Berufung. Sonst würde ich, glaube ich, nicht so lange hier schon sein. Das, was ich mache oder mein Herzblut oder das, was ich reinstecke, das wird anerkannt, es wird wertgeschätzt und ich krieg's jetzt aktuell über die Stimmen, haben wir es zurückbekommen. Das ist toll. Es ist ein toller Beruf, es ist ein erfüllender Beruf und die jungen Menschen, die heute ausgezeichnet wurden, die stehen dafür und sagen auch mit dem, was sie ausstrahlen, es ist ein Beruf, für den ich mich gerne entschieden habe und ich würde das auch in Zukunft noch mal so tun. Ich würde mir wünschen, dass die Diskussion um die Pflege nicht so abstrakt geführt wird, sondern dass viel deutlicher wird, was für ein wunderbarer Beruf das ist. Die Pflege ist wahnsinnig stark, sie ist leistungsstark. Aber sie ist natürlich auch empathiestark. Sie besteht aus Menschen, die füreinander da sind. Nicht nur für die, die sie pflegen und denen sie helfen, sondern auch für sie als Team. Und das wird durch diesen Preis, finde ich, sehr, sehr gut unterstrichen.